Damals hat niemand an mich wirklich geglaubt. Dieter Bohlen. Und das ist wirklich exklusiv für dich gerade. Noch ein bisschen weiter und ich muss den Jungen verprügeln. Was verdienst du im Monat? Lass mich doch in Ruhe, Mann! Du bist ja so ein kleiner Shopping-Suchti. Der schlimmste Tag in meinem Leben. Da war ich ein richtiger Playboy. Ich sag ganz ehrlich an die Leute da draußen, mach mich besser nicht dumm an auf der Straße, sage ich ganz ehrlich. Ich könnte nach hinten losgehen. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Ihr seht schon, wir haben ihn hier, den lieben Pietro Lombardi. Was geht ab, Bruder? Was geht ab? Willkommen. Alles gut, ich freue mich, ey. Danke für die Einladung. Ich bin eingeladen bei dir. Du bist eingeladen bei mir, aber danke, dass du mich gefragt hast. Freue ich mich auf jeden Fall. Ja, wir haben es ja schon lange vorgehabt. Ist ja immer was dazwischen gekommen. Erst die Hand, dann das Knie, dann mein Brustmuskelabriss. Dann mein Kopf. Dann dein Kopf. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und wir haben uns zusammengefunden für die Beichte deines Lebens. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast. Ich mache nicht so viele Interviews, wenn ich ehrlich bin. Nee? Also ist mal was Besonderes. Ist was Besonderes, ja. Sehr gut. Du kriegst von mir Informationen, die sonst keiner hat. Dann wollen wir mal gleich loslegen. Ja, ein bisschen nervös bin ich schon. Ich sag ganz ehrlich, nervös bin ich schon. Aber mal schauen, was kommt. Okidoki. Und wir legen los. Wir fangen mal mit ein paar einfachen Fragen an einfach, ja? Ja. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Stell dich mal so kurz vor. Also, mein Name ist Pietro Lombardi, 27 Jahre alt mittlerweile und gebürtig aus Karlsruhe und lebe jetzt seit 8 Jahren in Köln. Okidoki. Wenn es so weitergeht, bin ich okay. Ja, warte mal ab. Ja. Wie und wann hat deine Geschichte eigentlich so angefangen? War das damals mit DSDS oder war das schon früher? Was würdest du sagen jetzt? Was niemand weiß, und das ist wirklich exklusiv für dich gerade, ich war schon mal bei DSDS. Also vor dem du? Genau. Bevor ich gewonnen habe, war ich schon mal bei DSDS und bin dann im Recall schon gescheitert. Gibt es das irgendwo online? Weil ich war nicht interessant genug. Ach, die haben mich nicht ausgestrahlt. Jetzt würden wir das jetzt kurz einblenden. Auf jeden Fall war ich schon mal da, bin dann gescheitert und habe gedacht, okay, das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen und bin dann 2011 nochmal zu DSS gegangen. Weiß wirklich noch keiner. Und hast gerockt. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt nehmen wir mal hier alles auseinander. Sehr gut. Was würdest du persönlich sagen? Wie und wann kam der wirkliche Erfolg, wo du gesagt hast, so, boah, Alter, jetzt habe ich es geschafft? Ich glaube, bei mir, und ich rede jetzt mal von wir, ich war ja mit meiner Ex lange in dem Business zusammen, wir hatten eigentlich nie so einen richtigen Tiefpunkt. Ich glaube, nach DSDS war es schwer, weil du startest deine Karriere mit einem Nummer 1-Hit, das heißt, besser geht nicht mehr, es geht prinzipiell nur schlechter. Und wir waren eigentlich immer erfolgreich, aber dann natürlich mit Senorita, mit Kay zusammen, war dann musikalisch auf einmal wieder so ein Durchbruch. Und ich glaube, aber meine Karriere so richtig gestartet 2011 bis heute. Machst du Sport? Ja, ich mache Sport. Mittlerweile, beziehungsweise aktuell nicht, weil ich ein paar Verletzungen hatte. Knie, Hand. Aber bald baller ich mir wieder rein. Okay, ballern wir wieder rein. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Hast du schon mal gestopft? Ja. Ja? Ja. Okay. Wie lange? Warum? Wettkampfmäßig? Wolltest du mal auf die Bühne? Also, hast du mal auf gesagt, so, oh, scheiße auf Musik, ich mache Bodybuilding? Nein, gar nicht. Ich war immer fit, ich wollte aber mehr. Und ich hatte Freunde, die schon Erfahrungen damit gemacht haben. Und dann habe ich natürlich Angst gehabt. Ich dachte, okay, was ist Testo? Wie funktioniert das genau? Und ist das schädlich erstmal? Und da hat man eben gesagt, ja, wenn du leicht dosierst und etc. Und da habe ich es einfach mal 8 Wochen ausprobiert und es hat wirklich, also ich weiß nicht, ob es falsch zu sagen ist, ich würde es jedem empfehlen, aber es ist für mich persönlich, ich würde es wieder machen. Okay. Ja, weil es ist nicht, also wenn du es auch richtig absetzt dann auch wieder, dann ist so eine Testokur jetzt nichts Schädliches so krass, finde ich persönlich, wenn du es niedrig dosierst. Der körpereigene Hormon auch irgendwie, ja, ne? Du kommst ja aus einer Kampfsportlerfamilie. Ja. Also dein Vater hat Kampfsport gemacht früher. Ja. Immer noch. Wie stehst du zum Kampfsport persönlich? Hat dich dein Vater mal genommen? Ey, ja, also Kampfsport ist wie mein Leben eigentlich. Ich bin in einer Karate-Familie groß geworden. Mein Vater hat bis heute noch eine Karate-Schule in Karlsruhe. Okay. Und habe damals auch Turniere mitgemacht. Und so kam das. Meine Schwester. Was hast du für Gürtel? Hast du schwarzen Gürtel? Oder? Nee, ich hatte damals den braunen. Ah, braun, okay. Bis schwarz, so lange habe ich gar nicht gemacht auch. Und es war auch Junior, also wir waren die Kinder praktisch. Und dann bin ich zum Boxen rübergegangen und irgendwann
hatte ich gar keinen Bock mehr drauf. Weil wenn dein Vater dich trainiert, der ist natürlich strenger wie mit anderen. Und irgendwann hatte ich gesagt, kein Bock mehr. Und ja, heute schaue ich viel UFC, Boxen, auch ein bisschen Kickboxen, aber weniger. Und feiere ich schon hart. Du bist ja auch der Boxautomaten-King eigentlich, ne? Ich bin der Boxautomaten-King und ja, jeder, der kommen will, kann kommen. Ja, da müssen wir auch nochmal eine Runde drehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist dein Sohn. Du hast gerade gesagt, dein Vater war extrem streng bei mir so. Du hast ja selber ein Kind. Ich habe auch ein Kind, einen Sohn. Und wie bist du so im Umgang mit Alessio? Meinst du, dein Vater hat so alles richtig gemacht und du machst genauso wie dein Vater? Ich glaube, wir machen alle Fehler in der Erziehung. Man kann nicht alles richtig machen. Bei mir ist natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also wir sind ja getrennt. Da ist ja natürlich immer ein bisschen, man denkt immer, okay, mit Papa ist nur Spaß und Papa macht nichts mit Erziehung. Bei mir ist Gott sei Dank so, natürlich das Gesetz sagt, du siehst deinen Sohn alle 2 Wochen. Ich habe meinen Sohn 3-mal die Woche, somit erziehe ich ihn auch richtig 100% mit. Und bin ein sehr strenger Vater. Wenn ich jetzt sagen würde, wer strenger ist, Mama oder Papa, ganz klar ich. Also ich bin echt sehr konsequent und hart. Ja, das kenne ich. Ich bin dann auch eher so der, der die Machtworte spricht. Ne? Ja, genau. Kommen wir mal zum Thema, was bestimmt nicht so toll war. Dein Sohn kam damals leblos zur Welt. Ja. Warst du dabei bei der Geburt? Ja, ich war dabei bei der Geburt. Das war, glaube ich, also der schlimmste Tag in meinem Leben so. Weil man weiß ja nicht, was passiert. Man geht ganz normal in den Kreissaal und die Ärzte sind der Meinung gewesen, da ist alles gesund. Man hat nämlich diesen Herzfehler, der das dann am Ende war, nicht erkennen können, weil der so selten ist. Ja, und dann, es war so ein Gefühl der Leere, weil dein Kind kommt, du freust dich und der atmet einfach nicht. Komplett blau und wenn ich jetzt zurückdenke, ich kann gar nicht, ich finde keine Worte, ich bin dann mit in diesen Reanimationsraum, das war der schlimmste Moment in meinem Leben. Aber umso schöner ist es halt jetzt, den Kleinen zu sehen, wie er spielt und macht. Aber dieser Moment, ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Also er ist kerngesund, ist alles gut. Also wir haben 4 OPs gehabt mit dem Kleinen. Oh, war ja. 4 Stück, die letzte war vor 1,5 Jahren. Das ist natürlich hart immer, sein Kleiner. Ja, du weißt selber, du bist selber Papa. Ne? Also das ist... Sein Kind irgendwie leiden zu sehen oder da liegen zu sehen mit Schläuchen und alles. Und du kannst ihm nicht helfen. Und als Papa, du weißt, dass du sagst, meinem Sohn passiert nichts. Ja. Wer mein Kind anfasst, den bringe ich um. Weil ist er sofort. Und du kannst in dem Moment nichts machen, außer versuchen, den Ärzten zu vertrauen. Das haben wir gemacht und ich bin sehr dankbar über alle, die sich um den Kleinen gekümmert haben und dass er jetzt ganz normales, gesundes Baby ist. Auf eine gute Zukunft. Danke, Bruder Herz. Bist du Single? Ich bin Single. Es ist ja wirklich so, wir haben ja gerade darüber gesprochen, du hast über 80% Frauenquote. Ja. Also um zum Vergleichen, ich habe 8% meiner Fans sind Frauen. Pietro hat 83% seiner Fans sind Frauen. Ich bin Frauenheld. Musst du einfach nur Hoteladresse irgendwo in die Story packen und sagen, also, bewerbt euch. Theoretisch ja, aber man sucht ja dann auch nach der richtigen Frau. Ich gebe jetzt kurz. Also du bist Single? Ich bin Single, ja. Es ist schwierig, Mann. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch gar keinen Nerv für eine Frau gerade. Das enttäuscht jetzt aber bestimmt viele Ladies da draußen. Wenn die richtige kommt, dann natürlich nicht. Aber ich finde so, wenn ich rausgehe mit meinen Jungs, habe ich keinen Bock auf eine SMS. Wo bist du? Ist schon 12 Uhr. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Ja, ich weiß. Lass mich doch in Ruhe, Mann! Grüne Augen-Song. André, dein Deutsch ist wieder wunderbar. Erstes YouTube-Video. Ja. Ich habe keine Ahnung, was André damit meint. Doch, ich weiß, André, du bist stark, Mann. André, ich sag dir ganz ehrlich, ich liebe dich, obwohl ich dich nicht kenne. Gib mal einen Kuss, Gott, komm mal. Also, Grüne Augen ist tatsächlich mein erstes Gesangsvideo auf YouTube gewesen. Und damals war YouTube ja nicht so krass im Hype. Und ich hatte das mit meinem Kollegen hochgeladen. Und wir sind dann schlafen gegangen, ganz entspannt. Und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und es hat 60.000 Aufrufe gehabt. Zu der Zeit, ich rede hier von über 10 Jahren, war das extrem viel. Und ich dachte wirklich, okay, ich habe es geschafft. War das vor DSDS noch? Ja, da war ich 16. Ach so, okay. Ja, genau. Gut recherchiert, André. Danke. Stark, André. Und nach dem zweiten Tag hatte es dann 120.000. Ich dachte, wie
wie kommt das? Weil ich kannte 10 Leute gefühlt. Es ist dann so ein bisschen viral gegangen und ja, in Karlsruhe wurde ich dann auch so ein bisschen erkannt, habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass daraus auch nichts geworden ist, weil hat mir jetzt kein Geld oder irgendwas gebracht, sondern einfach nur ein kurzer Hype. Schüler-VZ-Zeiten. Kennst du das? Ja klar, Schüler-VZ. Studi-VZ, Schüler-VZ. Da war ich ein richtiger Playboy. Was würdest du sagen, was war deine krasseste Niederlage im Leben? Niederlage? Boah, das ist krass. Da muss ich jetzt echt mal überlegen. Ich glaube, meine krasseste Niederlage war wirklich, ich sollte Bungee-Jumping machen. Ich war oben und konnte es nicht machen. Ich bin hochgegangen, alles, und ich habe mich nicht getraut. Ja, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das war aber so an Niederlage mäßig. Wir können ja mal zusammen Fallschirm springen gehen. Ja, hör mal auf, Alter. Traust du dich das? Ja, klar, ich bin selber gesprochen als Freifaller. Boah, das ist echt nichts für mich. Aber die krasseste Niederlage, inwiefern? Meinst du jetzt musikalisch oder meinst du businessmäßig, wo du sagst, Alter, da habe ich mal so viel Geld verloren oder da dachte ich so, meine Karriere ist zu Ende oder weiß ich was. Ich war mir immer ziemlich bewusst über die Sachen, die ich mache und natürlich nicht immer alles erfolgreich gewesen, aber so eine richtige, Gott sei Dank, Alter, so eine richtige Niederlage, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich kurz vorm Ende und am Boden, hatte ich nie, weil ich immer, auch wenn viele das nicht denken, sehr strategisch denke, was meine Karriere angeht, was Geld verdienen angeht und was auch Sparen angeht und Investieren und wie auch immer. Deswegen habe ich so eine krasse Niederlage Gott sei Dank noch nie gehabt. Kommen wir zum Thema Dieter Bohlen. Okay. Wie stehst du zu ihm? Was macht ihn aus? So, ihr habt ja wirklich ein sehr, sehr, man sieht es ja auch, wenn ihr im Fernsehen sitzt bei DSDS da in der Jury, so, ihr habt ja wirklich ein Kumpelverhältnis. So. Ja. Ich glaube, er hat es ja so ein bisschen auch adoptiert, so Ziehvatermäßig. Also ich kann wirklich, also ich glaube, für Dieter bin ich wirklich wie so ein Sohn. Der sieht mich wie so sein kleinen Schützling. Damals hat niemand an mich wirklich geglaubt zu DSDS-Zeiten, außer Dieter. Das hat man ja auch in den ersten, wo ich kann mich ja noch daran erinnern, wo ich dich das erste Mal bei DSDS damals gesehen habe, war Dieter wirklich der immer gesagt hat, so, der schafft es so, der immer genau, so. Genau, er hat immer gesagt, das ist mein Junge und der wird es schaffen. Und das hat unsere Freundschaft so geprägt, bis heute noch. Also wir telefonieren täglich, wir telefonieren über Gott und die Welt. So, wir geben uns Tipps businessmäßig, sowohl ich ihm als er mir auch. Also man denkt immer Adita hin und her, aber er fragt mich auch manchmal, ey Pietro, was würdest du an dieser Stelle machen? Weil ich habe auch mit den Jahren Erfahrungen gesammelt und kann auch gut irgendwie so mitentscheiden, was eben gut sein könnte für die Karriere oder weniger gut. Natürlich, Dieter Bohlen braucht jetzt keine 10 Millionen verdienen, um irgendwie, dass es ihm besser geht, aber man kann auch viele falsche Entscheidungen machen, wenn man zum Beispiel eine Kooperation annimmt, wo eigentlich keine, zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt Alkoholsachen annehmen würde, passt nicht, weil ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Auch wenn die mir 10 Millionen bieten, ich kann es nicht machen, weil dann mache ich mir irgendwie was kaputt bei anderen Leuten. Und deswegen, also wir sind wirklich sehr eng befreundet, Weihnachten immer Geschenke hin und her schicken und bei DSS sind wir jetzt seit 2 Jahren ein gutes Team und haben uns, denke ich, echt lieb. Guck mal, du warst 2-mal jetzt schon bei DSDS in der Jury. Wenn ich mir das so manchmal angucke im Fernsehen, oder wir haben auch kurz vorhin darüber geredet, das ist ja schon manchmal so an der Grenze. Ne? Egal, ob es Beleidigungen sind oder Leute, die wirklich extrem schlecht sind, die denken, ja, die sind aber extrem gut, die dann darauf ausrasten, dass sie sagen, sie sind scheiße. So. Es gibt ja viele Leute, die sagen, DSDS ist fake. Kann ich nachvollziehen, wenn man das denkt. Natürlich, von außen sieht es so aus, dass die Leute, die eben weniger gut sind, dass die einen Anruf kriegen von RTL, bitte komm mal. So, aber jeder kann selber entscheiden, ob er kommt. So, das heißt, keiner wird gezwungen zu kommen und keiner kriegt irgendwas. Also nochmal, wenn DSDS fake wäre, würde ich da nicht drin sitzen. Punkt. Was Jury angeht, natürlich, es gibt Realisatoren, die kennst du ja auch, die pushen natürlich die Kandidaten. Das ist Fernsehen, das ist überall so. Die sagen, komm, geh mal rein und mach mal ein Salto. Ja. Das ist normal, das ist TV, das ist Unterhaltung. Das sagen die Realisatoren, sagen dann, hey, wenn du tanzen kannst, dann tanz doch einfach mal. Dann zeig doch, was du kannst. Das ist normal, das hat nichts mit Fake zu tun. Guck dir andere Sachen an, das ist überall so. Das ist ein bisschen, was natürlich gepusht wird. Aber RTL würde sich keinen Gefallen tun, einen Ex-Kandidaten reinzusetzen. Wenn es Fake ist, dann würde ich ja denken, okay, ich bin ein Fake-Gewinner. Würde nicht viel Sinn machen, denke ich.
Aber kann ich natürlich trotzdem nachvollziehen. Gibt es irgendwas, was noch keiner weiß? Irgendein Lied, was bald rauskommt? Irgendeine Kooperation mit irgendeinem krassen Künstler, was du schon verraten darfst? Oder was noch? Also ich bin, wir sind am Überlegen, ob... Oder ein neuer Song? Ob Kay und ich, also K1 und ich, eventuell ein 2.0 machen. Senorita ist noch in Planung. Das war ja, hat er wirklich, was hat er, Diamant habt ihr jetzt gekriegt? Diamant dafür? Haben wir jetzt 1 Million verkaufte Einheiten. Gratulation. Das haben in Deutschland, glaube ich, 10 Künstler geschafft, seit den deutschen Markt gibt. Das ist natürlich sehr krass. Und da sind wir am Überlegen. Jetzt 3 Jahre danach kann man vielleicht mal wieder was machen. Ansonsten, Bruder, immer hart arbeiten für die Familie. Mutter, Vater, Geschwister, Sohn. Und der Rest kommt hoffentlich von alleine. Wann hattest du deine letzte Schlägerei? Hattest du schon mal eine Schlägerei? Ja. Doch, hatte ich schon. Also natürlich durch den Einzug in dieses Business, da muss man natürlich aufpassen, vor allem als TV-Gesicht. Ja, ja. Wenn du dich jetzt schlagen würdest, natürlich würden viele darüber berichten und es würde auch viral gehen, komplett, wenn du jetzt eine Schlägerei mit irgendjemandem hast. Aber wenn so dieses TV ist natürlich nochmal anders. Nochmal, ich würde sagen, noch ein Tick größer und dann kommt die Bildzeitung dazu etc. Und wenn ich mir jetzt schlagen würde, das wäre einfach für mein Image und alles nicht gut. Also ist mal passiert, dass du irgendwo so bedrängt wurdest? Ich hatte schon Grenzen, wo ich gesagt habe, okay, noch ein bisschen weiter und ich muss den Jungen verprügeln. Hm. Sei ehrlich. Ich habe auch vor niemand Angst. Natürlich, wer mich nicht kennt, denkt irgendwie, oh, der kleine süße Pedro, aber ich sage ganz ehrlich an die Leute da draußen, mach mich besser nicht dumm an auf der Straße, sage ich ganz ehrlich. Es könnte nach hinten losgehen. Guckt euch das Boxautomaten-Video von Mois an. Die 1000 hat er geknackt als einziger. An die Sinan auch, ja. Und beim Armdrücken, habe ich gehört, soll er auch wirklich sehr, sehr stark sein. Nee, ich kann auch, kennst du den Gotha-Tunnel? Was? Gotha-Tunnel, kennst du den? Nee. In der Schweiz? Also doch, ja, klar, die Sachen. Also wenn ich jemanden auf die Nase treffe, dann ist vorbei. Der geht sowas von K.O. Da hat er Tunnel im Gesicht, sagst du. Da hat er einen kompletten Gotha-Tunnel. 17 Kilometer ist das. Erzähl mir die peinlichste Geschichte von dir, die du noch nie jemandem erzählt hast. Boah, ich sag genau, was peinlichste Geschichte ist. Und sind diese Risiken. Ich schwöre, das sind die Risiken eben. Ich kann nicht normal pinkeln. Wenn ich pinkeln muss, ich kann nicht irgendwo pinkeln gehen, weil die Leute kennen mich, machen Foto, ich hab Arschkarte gezogen. Ne? So, öffentlich pinkeln zum Beispiel ist ein Problem. So, und ich dachte, ich bin alleine. Ne? Öffentlich pinkeln jetzt irgendwo? Ich meine am Baum pinkeln. Achso, okay. Ja. So, öffentlich natürlich auf so, also auf der, nicht auf der Straße jetzt, aber so hinterm Gebüsch oder irgendwo. So, und dann habe ich halt gepinkelt. Ich bin ziemlich weit in den Wald reingegangen, weil ich dachte, okay, muss nicht jeder sehen. So, ne? Und ich wusste aber nicht, da hat sich eine Frau, keine Ahnung, war mit dem Hund Gassi. Und ja, ich habe gepinkelt ganz normal. Und die läuft dann ganz normal so an mir vorbei, als ob nichts wäre. Sieht mich komplett nackt am Pinkeln und sagt, dass ich den Lombardi mal nackt sehe am Anfang direkt. Ist auch nicht so schlecht. War sehr unangenehm für mich. Aber sie hat kein Foto gemacht. Kennt ihr das, wenn ihr so noch am Pissen seid, aber trotzdem reinmacht direkt? Kennt ihr das? So, und dann. Tropft halt ein bisschen. Das war auf jeden Fall sehr unangenehm so. Ansonsten. Auf der Bühne habe ich mal gerülpst, so, aber das mache ich bewusst, wenn ich rülpsen muss, rülpst ich einfach. Das mit der Frau war auf jeden Fall sehr unangenehm. Dann kommen wir von deiner peinlichsten Geschichte zu deiner peinlichsten Sexgeschichte. Oh nein. Oh. Ja. Gibst du was? Ja, was halt peinlich. Es gab schon mal Momente natürlich, wo ich nach 2 Minuten schon fertig war, ne? Ja, aber irgendwie. Ob es peinlich ist, weiß ich nicht, aber. Wurdest du mal gefesselt und allein gelassen, die Alte ist einfach abgehauen? Nee, oder? Nee. Hat also, die im Hotelzimmer liegen lassen, 2 Tage? Nee, Gott sei Dank nicht. So. Also getroffen habe ich immer, wusste immer, wo der Weg hinführt. Ansonsten, so, ich sag ehrlich, peinlich nicht, aber so natürlich als Mann so willst, wenn du so willst schon Gas geben auf jeden Fall, wenn du dann nach 2 Minuten denkst, so, kennst du das, wenn du so kurz, du denkst so, fuck, Alter, nein, kann doch nicht sein. Aber wenn das einmal, wenn das Zucken kommt, ist vorbei. Wenn das Zucken kommt, dann ist vorbei. Du kannst es nicht mehr halten. Womit verdienst du dein Geld, außer mit Musik? Was für ein Business hast du so am Laufen? Immobilien, Beteiligung, Partnergeschichten. Also ich bin kein Typ, der so viel darüber redet. Natürlich, ich habe Firmen, ich bin auch Franchiser. Okay. Das heißt, ich habe einen Supermarkt. Einen Supermarkt? Ja. Oh, okay. Genau.
Und verschiedene Sachen, Immobilien und viel Liebe in mir. Viel Liebe in dir. Also an alle Frauen bitte. Nee, also ich habe natürlich Musik, ich würde sogar sagen, dass ich mit Musik im Jahr am wenigsten verdiene. Ah, okay. Dann hast du dich ja so strategisch gut aufgebaut, dass ja. es auch richtig so ist. Ja. Das ist. Um nochmal einfach jetzt zum Abschluss Tacheles zu reden. Was verdienst du im Monat? Was verdient ein Pedro Lombardi monatlich an Geld? Oh, ich hasse so. Also Leute, ihr dürft nicht vergessen, ein Pedro Lombardi hat doch viele Kosten. Ja, haben wir vorhin schon besonders Shoppingkosten? Shoppingkosten, aber boah, ich hasse sowas zu sagen. Du meinst so normal, also an richtig guten Monaten oder normale Monate? So, sag mal so ein richtig guter Monat. Richtig guter Monat kann ich 1 Million im Monat verdienen. 1 Million Euro im Monat. An richtig, richtig guten Monaten? Wie viele Monate gibt es davon so im Jahr? Nicht viele. Okay. Nicht viele. Aber so, wenn man zum Beispiel einen krassen Deal hat, zum Beispiel an dem Monat, ja. dann verdient man in dem Monat 1 Million Euro. Ne? So, klar, aber ansonsten, ich würde sagen. So Durchschnitt. Im Monat zwischen 100 und 200.000. Das ist schon mal eine Ansage. Ja. Du bist ja so ein kleiner Shopping-Suchti. Ja. Ne? Was gibst du so im Monat aus für deine Lust? Für Schuhe, Klamotten, Essen, Uhren, Ketten, Schmuck? Also es ist immer unterschiedlich. Es ist wirklich immer unterschiedlich, weil ich kaufe mir ja nicht jeden Monat eine Uhr oder so. Aber jeden zweiten. Es gibt Monate, da gebe ich vielleicht nur 4.000, 5.000 aus. Aber es gibt natürlich auch Monate, wo ich 50.000 Euro ausgebe. Gibt's ja bei dir auch, wenn du dir 2 Uhren holst, dann ist auch Geld weg. Ja, aber 50.000 Euro bei mir, das ist schon, da bin ich noch ein bisschen weit weg von. So. Ja, aber, also wie gesagt, nochmal, natürlich Klamotten würde ich sagen, ist schon sinnlos, ist halt, also weil du kannst kaum absetzen steuerlich sowas, weil ich kann ja nicht sagen, ich trage ja nicht nur meine Klamotten nur auf der Bühne, sondern auch privat, deswegen ist es schon mal weg. Uhren ist halt eine gute Investition, weißt du selber auch. Ja. So, du hast an deiner Hand Geldanlage, das heißt, es ist nicht weg. Ja. Trotzdem sage ich jedem da draußen, auch jedem YouTuber und alles, man darf die Relation nie vergessen. Also ich weiß genau, was ich ausgebe, ich weiß genau, was ich habe. Und ich sag mal jetzt zum Vergleich, wenn man ein Gesamtvermögen auf dem Konto hat von 200.000 Euro, sollte man sich keine Uhr für 20.000 Euro holen. Punkt. Ja. Das ist meine Meinung. Das stimmt. Machen trotzdem viele, weil man einfach den Wertgegenstand haben will und viele machen das ja auch für dieses, guck mal, ich hab's ja. und guck mal, ich hab auch eine Rolex oder was weiß ich, aber ist halt ganz, ganz wichtig, dass man da aufpasst. Also auch wenn ich viel Geld ausgebe, nicht jeden Monat, aber dann, ich hab klare Struktur im Kopf. Das war's schon. Hast du noch abschließende Worte, die du gerne sagen möchtest? Würdest du dich noch für irgendwas rechtfertigen? Mois, du wirst mich niemals beim Boxen schlagen. Smolik, du auch nicht. Und Kevin, du auch nicht. Okay, abwarten. Ich glaube, das schreit nach einem Video mit Mois, Micha, dir und mir. Ja. Okay. Vielen Dank, dass du dabei warst und mitgemacht hast. Check Pedro auf jeden Fall ab. Instagram, YouTube hat natürlich auch alles. Und ich glaube. Ja, YouTube habe ich nicht. Ja, das Gute ist, gucken dir auf jeden Fall ein paar Männer zu. Geht mal da ruhig rüber. Hey, liebe Männer da draußen, folgt mir mal. Ich will auch meine prozentuale Quote, will ich ein bisschen, dass die Männer nach oben gehen. Wir sind doch Brüder, ey. Bis dahin.